knister, knister, knister. Ja, und damit fangen wir an oder fangen wir nicht an? Doch, wir fangen an. Sieht ganz offensichtlich danach aus. Und zwar spielen wir jetzt endlich mal wieder XCOM. Ja, und ich habe irgendwie Déjà-vus ohne Ende. Ja, weil wir nehmen es jetzt gerade zum dritten Mal auf, weil die letzten Male waren kacke und ich habe da irgendwie Qualitätsansprüche. Insofern haben wir das jetzt einfach in die Mülltonne getreten. Das ist mir auch neu, aber das kommt, glaube ich, nicht nur mir so vor. Okay, auf jeden Fall, insofern, wir spielen XCOM Enemy Within. Yay! Das Add-on zu XCOM Enemy Unknown ist vor kurzem rausgekommen, vor, ich glaube, 2 Wochen oder so. Eigentlich schon vor 3 Jahren, aber das ist hier doch. Also wie gesagt, XCOM Enemy Within, das ist so ein bisschen mehr so und so. Ja, es ist eigentlich das gleiche Spiel, bloß anders. Wirklich, genau. Es ist eigentlich genau das gleiche Spiel, nur mit ein bisschen veränderten Cutscenes, also ganz leicht veränderten Cutscenes, ja, ein bisschen Cutscenes mehr orange und so. Ja. Und, ja. So wie auch eigentlich das Intro gerade exakt das gleiche war, bloß orange. In orange, genau. Und in orange. In orange. So, okay, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Wir haben schon ein bisschen gezockt, so persönlich. Ja. Und ich glaube, weitere Optionen. Mail-Tutorial machen wir an. Tutorial brauchen wir nicht, genau. Nee. Einstellertexte abschalten, hier, das brauchen wir nicht mehr. Oder wollen wir das mitnehmen? Ach komm, nehmen wir. Ja, komm hier, also ich meine, wir sind immer noch Einsteiger, so, wir haben ja noch keine zweite Ahnung. Welle, lassen wir mal, ist doch alles nicht so schlimm. Machen wir mal irgendwas, wie starten. Genau, denke ich auch. Wir starten einfach mal ins nächste, das Neue sozusagen, das nochmal das Alte ist. Ja, das ist der Anfang. Ach, und diesmal lässt du ihn bitte. Ja, ich lasse ihn laufen. Schön. Ja, laden. Auch der Ladebildschirm ist auf einmal orange. Wie macht er das bloß? Those who play with the devil's toys will be brought by degrees to wield his sword. So gut das Englisch. Wow. Buckminster Fuller. Wer auch immer, was auch immer. His sword. His sword. Ja. War das vorher auch so orange? Oder war es vorher blau? Es war orange. Hätte er sein können. Ich würde da erstmal wegrennen, aber. Ja. Na gut, wir sehen es jetzt gerade zum zweiten Mal, muss man natürlich dazu sagen. Für die Leute, die jetzt erst einschalten. Wir sehen zum dritten Mal. Nee, ja. Ja, naja, gut, zum vierten Mal oder zum fünften Mal, wenn man das jetzt mitzählt. Aber für die Leute, die jetzt neu einschalten, wir haben natürlich den ersten Teil schon gespielt und auch komplett durch und so weiter. Also, und der war total episch. Ja, das würde ich sagen, das war wirklich geil. Ich hoffe, das wird hier jetzt genauso episch. Mal sehen. Ich weiß es nicht, weil letztes Mal, wie gesagt, war jetzt nicht verkackt. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwie gerissen. Ja, hoffe ich auch. Ja, nee. Fängt ja schon mal gut an mit unserem einohrigen Ton gerade. Ich habe mich auch noch auf einem Wort. Ach so. Egal, was soll's. Ich meine, wir haben ja schon eine halbe Stunde rum was auch immer. Probiert. Was auch immer. Ja, rum was auch immer. Und also wenn ich auf 2 Ohren Ton habe, wäre das schon ein Wunder. Aber genau. Weil ich das ist ja wirklich ein Wunder. Ja, ich habe nur einen. Nur so zur Info, er trägt gerade ein Ein-Ohr-Kopfhörer. Mhm. Oder ich habe eigentlich nur ein Ohr, aber... Oder? Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, schon wieder? Um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Schon wieder. Stimmt, wir spielen hier ja im Paralleluniversum. Also das alles spielt im Paralleluniversum. Die Leute wissen auch nicht, was im anderen ist. Ja, klar. Ich meine, die müssen auch genau dasselbe nochmal entwickeln. Und die müssen auch ganz episch nochmal durch die Gegend rennen. Ja. Vollkommen sinnlos. Und vor allem, es war nur zu 6. Da saßen schon 5 Leute da rein. Ja, 5, ja. Und wir haben nur 4 Leute, die wir rausbekommen. Achso. Das ist eine magische Kiste. So, wir haben jetzt den Commander überquatscht. Ja. Aber egal. Aber wenigstens ist es so, dass wenn er wieder hochfliegt, dass ich dann nicht auf beiden Ohren taub werde. Wow. Weil das ist wirklich ein bisschen übersteuerig. Was für ein epischer Anfangssatz. XCOM, so. Enemy Within. So, epischer Anfangssatz. Wir fangen jetzt an, Mann. Wer es noch nicht gemerkt hat, ja. Wer es nicht gemerkt hat, nee. So, endlich wieder Staaten aussuchen. Soldaten, würde ich gerade sagen. Machen wir auch später. Wir nehmen Kampf der Zukunft. Ja, alle Projekte der Gießerei oder Offizier schon, kostet 50% weniger. Am Anfang so vielleicht ganz okay, aber am Ende total scheiße. Stimmt eigentlich auch wieder. Labore und Werkstätten bauen wir sowieso eigentlich gar nicht. Alle doch, am Anfang Zeug und ihre Bewaffnung.
Ist eigentlich gar nicht mal so Afrika immer noch am besten, aber das kann man halt nicht. Komm, lass uns mal auch Amerikanski spielen. Weil ich will nicht schon wieder Afrika spielen. Und nicht so schon wieder Südamerika, wie die zwei Male davor. Nee, komm. Lass uns mal Nordamerikanski nehmen. Weil wieso nicht? Tut, dann machen wir mal bestätigen. Ja. Oh, US und A. Okay. Na dann. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Ach nee. Nee, okay, doch. Ich dachte irgendwie in New York jetzt oder so. Na, in schade, Edmonton. Ich bin enttäuscht. Naja, wir sind ja, ist ja klar, weil wir in Nordamerika sind, müssen wir erstmal Nordamerika retten. Dieses Objekt unterscheidet sich von den anderen. Es scheint nicht die Art von Kapsel zu sein, wie sie die Aliens bei ihren Entführungen üblicherweise einsetzen. Vielleicht finden wir ja mehr heraus, wenn wir es bergen. Oh ja. Oder vielleicht ist es eine Bombe, die explodiert, wenn wir es in unser Hauptquartier gebracht haben. Oh Gott, oh nein. Ist doch total behindert. Warum sollte man einfach irgendwas Unbekanntes in sein Hauptquartier bringen, um es zu untersuchen? Eigentlich ziemlich naiv. Und dämlich. Okay, wir nehmen mal irgendeinen Soldaten, der sowieso ganz weit weg steht. Und ich denke mal, es ist vielleicht... Sie sitzt sowieso irgendwo in der Ecke. Vorhersehbar, dass es etwas mit der recht oberen Anzeige zu tun hat, die ja, jetzt nach unten auch geschoben wurde. Und wir wissen schon, wie es heißt, obwohl wir noch nicht mal den Namen wissen. Ja. Oh, ein Sicherheitsmechanismus. Weil du alles überquatscht hast. Egal. Ich habe versucht, so lückenhaft wie möglich zu quatschen, damit er auch noch ein bisschen zwischendurch sagen kann. Damit du ein bisschen was durchlässt durch deine Plapperei. Irgendwie kommt mir auch die Map bekannt vor. Ja, könnte das vielleicht eine Tutorial-Map sein? Genau, denke ich auch. Könnte sein. Gut, interessant. Wir könnten noch intakte Dinger finden. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, wir bewegen uns einfach wieder weiter. Rivera, ja. Warum müssen wir immer irgendwie im Urlaub? Ach ja, stimmt. Die werden wir sowieso noch neu benennen. Insofern, was soll's. Da bist du dir da sicher? Ich meine, davon immer Probleme. So, Benennung. Ich finde es schön, wie wir einfach alles überquatschen. Vollkommen ohne irgendwelche Rücksicht. Es ist das Tutorial, da sagen die eh nichts Wichtiges. Aber die sagen sehr viel dafür. Ja, aber nichts Wichtiges. Sehr viel Unwichtiges. So, ja. Ich mache hier Feldposten und... Ey, guck mal, da ist was Neues. Nimm einfach mal auf. Das wäre eine wichtige Information oder eine gute Information von wegen Länge und Kürze. Haben sie doch gesagt. Ja, bloß sehr lang hat das gedauert, bis sie diese Aussage gesagt haben. So wie bei dir jetzt gerade. Ja, so in der Art. Und das sollte ein Beispiel sein. Wie gemein. Muss ich keinen Feldposten kriegen. Also, das war sehr weit entfernt von dem eigentlichen Ziel. Wie du gerade einfach wie ein Computer redest. Ich weiß auch nicht. Du könntest dich... Bewegst du mal nachher vorne in die Ecke? Du könntest den Alien treffen. Ja, klar, natürlich. Mach ich auch. Wenn 61%. Ach ja, Übrigens, im Verhältnis zum letzten Mal, alles wurde überarbeitet, alles ist besser, alles ist geiler und alles ist schöner. So, haben wir zusammengefasst. Ich kann das auch nochmal in einer schönen Computerstimme anders zusammenfassen. Das ist noch nicht mal Computerstimme, das ist einfach jemand, der nicht reden kann. Ja, also du. Ja, also ich, ja, das macht auch keinen Sinn. Okay, reden werden mal normal, also genauso wie gerade eben. Das ihr wisst gut. Die das Wahrscheinlichkeiten... Die Wahrscheinlichkeiten, die ein Soldat normalerweise hatte. Wir sehen es schon und wir sehen es nicht. Guck mal hier, ja. Kuh. Ah, oh, wow. Oh. Guck mal. Das ist eine Alien-Kuh. Du willst mich wohl verarschen. Aussehen. Ich will hier gerade etwas sehr Wichtiges erklären, so wie die Tutorial-Typen. Wichtigkeit am Arsch. Ja, so meinte ich das auch immer. Von wegen, aber... Das Tutorial hat gerade alles erklärt. Du musst nicht nochmal alles erzählen. Nein, aber diese Crit-Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten zu treffen wurden überarbeitet. Das heißt, bei 40% trifft man jetzt nicht mehr mit 60%, sondern mit 40%. Wow. Ja. Das hat man stundenlang mit Mathematikern diskutiert, wie das denn zu sein hat. Ja, die meisten im Entwicklerteam meinten natürlich, es müsste damit 80% treffen. Ja. Einfach um dem Spieler ein bisschen zu trollen. Aber nein, die Mathematiker waren strikt dagegen und im letzten Endes haben sie sich dann in der Mitte geeinigt und jetzt trifft es zu 40% bei 50% um 80%. So. Was? Ich habe gerade nicht verstanden, was die Prozentzahlen jetzt sollen. Ist aber auch egal. Mach einfach mal hier. Ich meine, wen interessiert das schon, ob ich irgendwas verstehe? Ich glaube nicht den Spielemacher. Egal. Anderson, das bringt mich auf Ideen. Meld, da vorne, da, dieses komische Alien-Zeugs, von dem wir gar nicht wissen, was es ist, aber vielleicht eigentlich dann doch wieder. Das ist eine Kernschmelze in der Mitte unseres Sonnensystems aus. Ja, eigentlich unser Hauptquartiers, weil ich meine, warum sollte es im Sonnensystem sein? Ich meine, die fliegen gerade hier hin. Wie jeder weiß, befinden wir uns in der Mitte des Sonnensystems. Ja, natürlich. Ich meine, Kopernikus oder wer auch immer das herausgefunden hat, hat immer Unrecht gehabt. Das hat niemand herausgefunden, das war einer Schwachsinn. Nein, ich meine das Gegenteil, weißt du? Ja, genau. Das ist zwar Schwachsinn, dass jemand das Gegenteil herausgefunden hat, Mann.
Okay, ich hoffe, wir finden noch irgendwelche Aliens, bevor du zu sehr durchdrehst. Ja, und weil ich hoffe, wir finden noch den Witz. Gerne auf was ballern, um meine Aggressionen aus, irgendwas auszulassen. Ich kenne dich doch. Guten Tag. Du meinst das doch nur so. Ja, ich meine das genau so, ja, wie ich sage. Tja, sie hockt irgendwie gerade in der Ecke rum und weiß nicht so recht, was sie mit sich anfangen soll. Ich meine, das Ziel, das wir danach suchen, haben wir doch schon erfüllt. Ich würde sagen, finde weitere Sicherheitsbehälter. Wäre ein besseres Ziel. Und dann links oben sind wieder die Ziele. Suche nach weiter? Na, wieso? Ja, egal. Wir haben es eigentlich schon gefunden, stimmt, aber... Wir haben es aber noch nicht in richtigen Sichtweite. Heißt, wenn ich sie jetzt genau hierhin bewege, dann werden wir es gefunden haben. Nein, doch, Mist. Die Natur, die dieses Gerät sendet, deutet darauf hin, dass der Selbstzerstörungsmechanismus noch intakt ist. Oh no! Ausgelöst wird. Sie müssen da liegen Pornohälfte auf dem Boden. Deswegen ist der Selbstzerstörungsmechanismus erst in 6 Stunden. Das ist die Pornokuh hier. Das ist gar keine Eisdiele, das ist ein Puff. Ach so, jetzt kapiere ich das hier. Was denkst du gleich? Welcher Soldat? Ach so. Und er natürlich hinten auch noch. Der Roberts. Roberts. Nee, der Roberts. Der Roberts, ja. So. Oh, der Roberts geht in meine Ecke. Nur noch 5 Runden. Ich weiß nicht, ob du den erreichen kannst. Wie du einfach zwanghaft jetzt gerade irgendeinen Akzent sprechen musst. Was, das ist kein Akzent, das ist einfach nur schlecht sprechen. Oder einfach so deutlich sprechen, dass jeder einen verstehen kann. Das vermute der, auch manchmal der Alien ist genau, da ist er. Dachte ich mir. Warum hast du keinen Sturm und Schuss gemacht, wenn wir schon einen hätten? Sie kann ihn doch sicher nicht sehen. Ah, nein. Das ist so traurig. Ist ja, der kann, Rivera. Ana Rivera kann ihn bestimmt sehen. Also wirklich. Ich meine... Guck mal, das Eis. Noch mehr? Ich hätte gern jemanden hier. Ja, da ist einer. Na, bitte. Heißt, wir haben noch eine Person hinten in der Ecke, die wir schon gesehen haben, und eine Person irgendwo anders, die wir gerade ummähen. Oh, du hast sogar getroffen. 3 Treffer. Hallo? Er ist doch tot. Ja, natürlich ist er tot. Sehe ich nicht. Weil er ist doch nicht, hat keine Sterbeanimation gehabt. Insofern habe ich mich gewundert. Na, wozu brauchen wir einen Arm? Ja, also. So, sie soll mal dahin, dann kann sie gleich einen wunderbaren Schuss da rein feuern. Und er hat sicher kein Problem damit, aufs Dach zu rennen und da nochmal zu gucken, ob hier alles secure ist. Als ob ist. Da irgendwas auf dem Dach ist. So, dann geht's mal da hin. Ich meine, wenn dann im Schrank. Stimmt. Nee, da ist aber nichts. Ja, war doch klar. Ich meine, wir haben das Tutorial schon mal gespielt. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest. Nein. Ich darf wenigstens ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Jetzt nimm doch den Leuten nicht die. Ich weiß noch nicht mal, wo Aliens waren. Ich meine. Wo eiert der da hin? Genau, das wollte ich auch fragen gerade. Ja, schieß doch einfach daneben. Der schießt ungefähr genauso gut wie ich bei Battlefield. Oh ja, also das habe ich gesehen. Oder und ja, er bewegt Türen sich so gut. Kann man nicht aufmachen. Er bewegt sich so gut über den Platz wie ich bei Battlefield. Nein. Ja, stimmt, da bewegt er sich wahrscheinlich sogar besser. Na, er ist durch die Mitte gelaufen und hat erstmal nicht... Nein, er ist nicht über die eigenen Füße gestolpert und einfach gestorben, weil er auf seiner eigenen Granate ausgerutscht ist. Ja, genau, und reingelaufen ist. Ich meine, wenn man doch etwas sieht, dann... Oder in sein eigenes Messer gefallen oder so. Mach mal hier massakrieren. Ja. Guten Tag, oh. Ich massakriere sie jetzt. Exekution! Ah! Bam! Oh, ja, erstmal wieder. Diese Verzögerung ist übrigens Standard jetzt. Es ist gewollt. Es ist gewollt. Ja, die ist gewollt. Ich meine, ich. So, wir erst, wenn ich mal tot bin, einfach bin ich tot. Mit irgendwem. Ich finde immer noch gut, dass da Suche nach weiteren Sicherheitsbehältern steht, obwohl. Nehme diesen Sicherheitsbehälter auf oder so. Ja. Boah, der war episch, der Tritt. Ich würde ganz gerne eigentlich bei ihr hier klicken. Können wir nicht klicken? Nee, sie kann nicht klicken. Oh, ich mag Leute, die nicht klicken können, nicht. So, wir haben noch 4 Runden, insofern hier kommen keine Aliens mehr. Ich hab mal auch gerade gemerkt, genau. An der Ladezeit. Ja, da stand noch nicht mehr Alien-Aktivität. Wahrscheinlich eine Bombe, die diesen Hauptquartier. So. Genau. Den Rest hat man auch verstanden. Also, natürlich, klar. Ich meine. Wir haben 3 Aliens gekillt, 2 von 2 Kanistern erbeutet und keine XCOM-Mitglieder verloren. Das ist schon mal ein Erfolg. Ja, da muss man schon sagen. Also, dass du das geschafft hast, hätte ich nicht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine. Vor allem, wir spielen jetzt auch mal normal, da wir letztes Mal ja aus irgendeinem erfindlichen Grund auf leicht gespielt haben. Haben wir? Ich weiß also, es nicht. Es wurde am Anfang angezeigt als leicht. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur ein Bug war oder so und wir die Hälfte der Zeit doch auf normal gespielt haben. Screen!
Hallo. Ich bin Central Officer Bretzer. Wieso skypst du mich an, wenn du direkt vor mir stehst, ich mein Freund, oder was auch immer das da oben in der Ecke ist? Genau. Also es ist ja nicht mal ganz oben rechts. Sie haben da einen Fehler gemacht. Skype ist Schrott. Ja gut, das können wir wirklich gerade überquatschen. Wir können eigentlich alles überquatschen, weil wir überquatschen sowieso alles. Ja, also ich meine, manchmal muss man ja auch Lücken in seinen Sätzen lassen. Habe ich gerade echt was seufzt gesagt? Was? Ja, wer seufzt schon? Eine beispielhafte Leistung. Übrigens, das ist auch neu, auch die Leute, die man in der ersten Mission nicht mit Kills überkleckert hat, die werden sofort geupdatet. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das ist neu, bin ich mir sicher. Aber in der normalen Standard war halt wirklich nur die Kills gemacht haben. Ja, aber es war das nicht bei dem zweiten Versuch so, dass nur ein aufgelevelt ist, weil er alle Kills hatte? Ja, beim zweiten schon, aber beim ersten Mal meine ich. Bei der ersten Mission werden jetzt alle aufgelevelt. In der Tutorial-Mission sozusagen. Also wenn man die nicht gespielt hat, dann wird keiner aufgelevelt. Genau. Ja, gut. Ja, schön. So, bestätigen wir das mal. Also jetzt kriegen wir nämlich alle Klassen gezeigt. Die kennt ihr natürlich schon, wenn ihr das erste LP gezickt habt. Ja. Andererseits war das, glaube ich, die Folge 000 insofern. Und so. Also kennt es eh keiner. Ja, nee. Wir haben noch einen Scharfschützen dazu gekriegt. Auch unerwartet. Und dann gab es noch das Wayne davor. Ach ja, stimmt. Das war sehr schön. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Sehr interessant. Der Spezialist für schwere Waffen leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Die Spezialistin, bitte. Ja, also wirklich hier. Emanzipation. So. Des Mannes natürlich. Ich freue mich schon darauf, unsere Leute gleich benennen zu dürfen. Ich nicht. Weil wir werden wieder unsere alten Namen haben. Und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Ja, ja. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Okay. Aber wir brauchen bitte auf jeden Fall eine bestimmte Person. Ich glaube, wir fangen erstmal mit den Leuten an. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, komm, mach durchmachen. Ich meine, es ist... Ich glaube, das machen wir erstmal. 51% dein Let's Play. Gut. Individualisieren mal. Und so 1% meins, während es der Rest... Und egal. Ich glaube, wir nennen erstmal ein paar Leute neu. Weil ich glaube, die Leute sind sowieso... Die haben es verdient. Die passen irgendwie mit ins LP rein und ich fand sowieso irgendwie von Mass Effect und sowas hat man viel zu wenig Leute da. Ansonsten, wer hatten wir noch? Forschungslabore. Wir hatten vorher auch eine Tali, oder? Nee, wir hatten eine Yali. Stimmt, Anjali. Genau. Warum ist die eigentlich schwer? Warum nimmst du eine, die schwer ist? Weißt du, vorher hatten wir einen Mangel an Männern und jetzt haben wir einen Mangel an Frauen, oder was? Na gut. So, customizen wir die mal. Die ist... Die ist russisch. Affirmativ. Ei, ei. Finde ich geil. Good to go. Yes, Commander. Commander in die Forschungslabore. Gut. Ich finde irgendwie die englischen Sprachen besser. Natürlich. Weiß nicht, wieso die englische Sprachausgabe ist. Wie soll Tali unten drunter aussehen? Also nein, nicht unten drunter. Ich meine jetzt unter dem Helm. Aber sie trägt jetzt sowieso einen Helm. Insofern, ich mache ihr einfach einen Helm. Da brauchen wir uns nicht um den ganzen Rest zu kümmern. Ganz viele neue Helme übrigens und neue Sachen so. Was sieht denn hier so nach... Das sieht alles nicht wirklich nach Quarianer aus. Das schon, vor allem mit dem Skelettkopf da drin. Sieht alles überhaupt nicht nach Quarianer aus. Sie sieht so aus wie Master Chief, so ein bisschen. Sieht scheiße aus einfach. Komm, wir machen mal so einen... Ja, den gibt's aber schon, den hatten wir schon vorher. Komm, wir machen mal das Ding hier. Ja, machen wir einfach. Sieht nach einem Motorradhelm aus, aber so jetzt. Die Haarfarbe ist unnötig. Komm, wir machen mal die Hautfarbe hier runter. So. Auf 5. Runter auf 5, ja. Okay. Ja, sieht alles nicht so ganz doll aus, aber egal. Gut, Tali hat immer was Blaues an, also was Graublaues. Ich glaube, wir machen einfach mal hier so... Komm. So komisches Marineblau, was nein. Ja, das trifft es am ehesten, glaube ich, von dem, was wir hier haben. Was haben wir noch so? Andere Soldaten. Jens Hansen. Nee, den hat man ja, genau, so eine Unterstützung. Maria Popova. Das hört sich falsch an. Das aber. Ich meine, Popova heißt sie wahrscheinlich. Popova? Ja. Oh, gut, ja. Aber dann musst du wenigstens, wenn sie schon ukrainisches Russisch sprechen, was? Russisch? Wen kennt man denn Russin? Nein, nee, ich will ja eigentlich meine alten Leute hier reinbringen. Insofern machen wir hier unsere Der heißt Anjali und nicht. Ich weiß, Anjali. Aber ich möchte die Namen sozusagen nochmal variieren, damit wir nicht nur die gleichen Dinger drin haben. Anjali. Anjali. Feuerdämon, nein, keine Ahnung. Was waren sie? Arkham, aber ich glaube, das hat sie als Spitznamen vorher immer. Es ist eigentlich schade, dass ich die
dass die Nachnamen davon nicht mehr existieren, aber also beziehungsweise man nie die Nachfahren, gelernt hat. Anneli Arken oder Archon. Archon. Soll ich das nämlich andersherum machen? Ja, Archon, Archon Anjali, dann wird sie immer mit Konrad Anjali. Anjali, ja. Anjali, so. Oder was auch immer. Oder Soldat. Ja, ja, Forschungslabor. Sie ist doch nicht deutsch, sie ist italienisch. Okay, hier, Russisch. So. Sie ist... Also sie hatte auf jeden Fall mal den zuckenden Zopf, also müssen wir den auf jeden Fall einbringen. Zuckender Zopf ist gut. Ich weiß noch nicht, sieht alles irgendwie nicht so toll aus. Sah sie auch nicht. Ich meine, sie hatte immer zuckende Zöpfe. Das war das einzige Merkmal, was mir noch im Kopf bleibt. Ich weiß noch nicht mal mehr ihre Haarfarbe. Ja, 10, ich weiß nicht. Rot. Kann man sie drehen irgendwie? Ah ja, hier, guck. Also, das ist... Ja, das ist aber alles kein zuckender Zopf. Zuckelzopf. Das ist ein zuckender Zopf. Nein, das ist nicht der richtige zuckende Zopf. Ja, der ist zu kurz, aber trotzdem. Ist ja noch richtig geil, hätten wir so einen richtig langen zuckenden Zopf, aber... Ich glaube, den gibt's nicht. Nee, es gibt nur Masken. Dann nehmen wir den kleinen zuckenden Zopf, hat sie ein bisschen was abgeschnitten. Hier, so. Das ist der zuckende Zopf, den wir wollen. Er sieht fast schon so... Oh, guck mal. Ja, toll, ui, toll. Ui, 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 ich finde die Physik geil. Oh, Physik. So, müsst ihr noch so eine ja, aber leider Physik noch, geben. Weißt du, was ich meine? So. Warte, hä? Nein. Bang. Nein. Das ist auch hier zu noch realistisch. Also ich meine, sowas so, ist so wie bei Dead or Alive. Ja. So, ja, dann nehmen wir einfach das Ding hier. Haarfarbe. Die leuchtet ja schon. Schwarze Haare. Hatte sie? Ja, hatte sie. Noch ein bisschen. Wir hatten vorher schon schwarze Haare ausgewählt, oder? Ja. Nee, aber die hier sind noch schwärzer. So, okay, Rüstungsdekor. Ne, machen wir einfach mal wieder ohne. Natürlich. So, und Farbe. Ah, du weißt, wir müssen eine Art Unterstützungseinheit noch anders nennen. Es gibt ja, eine Standard-Unterstützungseinheit, die auf jeden Fall nicht fehlen darf. Dabei sein muss. Ja, weil sie... Die kommt aber als Special Guest dann wahrscheinlich irgendwann mal dazu, wenn irgendjemand Special richtig Guest. Guten Specs haben. Ja, stimmt. So, komm hier. Dann wird wieder umbenannt. Machen sie mal ein bisschen rot. Passt ja zum Arken. Also zum Archon. Oh, wir haben doch nur Frauen. Anna Andersen, das ist ein Mann hier. Ja, das Oliver Roberts. Ich glaube, sie wird zu... Oh Gott, Finnland. Finnland. Da wird auch viel gesoffen. Da wird doch sicher auch viel gesoffen. Das ist Norwegen, stimmt. Norwegen. Naja, gut. Da machen wir hier... Das ist auch da oben, also... So, und... Sir Ren war immer noch weiß, das Beste. Ich weiß, aber... Das kann ich nicht jetzt nochmal machen. Der war einmal gut, aber ein anderes der war Mal einmal schlecht vielleicht nicht mehr so besonders. Wie hieß sie mit Nachnamen? Ich habe das Spiel rumzuliegen. Wir haben schon letztes Mal, glaube ich, geguckt. Ja, da steht es auch nicht. Da steht es nicht drin. Aber wie jeder weiß, natürlich aus dem Last Story LP, ich will immer die Charaktere da reinbringen, weil ich die so sehr mochte. Nee, also ich... Suren. Wird übrigens mit Y geschrieben, aber scheißegal. Wir können auch andere einfach als Nachnamen nehmen. Ich habe gerade Harem gelesen statt halten. Auch gut. Ich meine, das ist standardmäßig bei dir so. Du denkst immer an dieselben Sachen. Was? Ja, ja, ich kann da gar nichts anderes. Ja. Tja, leider gibt es hier nicht irgendwie noch ein Dingensens drin. Ich könnte hier gerade nochmal bei der Music Unit, wird sicher stehen, Voice Recording Unit. Letizia Amoros. Amoros, kommen wir denn jetzt Amoros? Das so. Passt zu einem Norwegen. So, und jetzt noch ein Y bitte bei Sir Ren. Ja, okay. Ein Y, also kein I, ja. Also kann das genau. Ja, das kann das Ding überhaupt. Das ist ja richtig lustig. Das ist unglaublich. So, ich brauche mal kurz das Bild. Da können wir hier besser nachgucken. Sie hat rote, feuerrote Haare. Hat sie? Ja, und pink. Sie ist ziemlich blass im Gesicht. Also irgendwie kommt mir das vor wie pink. Oder grau. Das ist wirklich nicht feuerrot. Nee. Na doch, aber im Spiel war es feuerrot. Okay, dann. Das ist einfach nur der Zeichenstil. Sie hat einen ziemlich blassen Ton. Ton. So hier. Ich meine, Haare, so wie alle Haare, im Spiel, Haare. Komischerweise. Haare. Passt das hier? Nee, das ist schon wieder diese Standardlocken. Also diese Standardfrisur, die ich so gerne eigentlich nehme, seitdem die neue draußen sind. Ja, nee, die sind alle nicht so wirklich. Ich würde gerne so ein richtig schön lockiges Ding haben, aber das gibt's da ja überhaupt nicht. Ja, so ein bisschen lockig wäre schon gut, ja. Das hier ist. Alt auch noch? Nee, da gibt's glaube ich nichts dabei, was ich wirklich gut finden würde. Das eine war doch vielleicht ganz davor ein bisschen. Geh mal viel weiter vor. Wir könnten ja auch einen Helm geben, geht auch. Nee, Helm geht nicht.
Wow. Episch. Das ist eher, du weißt schon wer. Nein, also irgendwas. Ja, natürlich. Oh, auf zu quatschen. Ja, das war was wir letztes Mal hatten. Ja, genau. Komm, sie hat sich, wie gesagt, die Haare rasiert, ist doch egal. Ja, also so, und ich jetzt meine... Sie hat rote Haare. Hat rosa, da war gar aber, ja, das rötlich. Ist nicht rosa Haar. Ich möchte jetzt diesmal wirklich rotes Haar versuchen, aber das glaube ich nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, was rot ist. Wir haben schon alle durchgeklickt. Das ist doch rot. Ja, das ist das Rote. Ich glaube, das ist das Rote vom letzten Mal auch. Was soll's? Das muss dann muss das wenigstens pink sein. Also so, hier machen wir richtig schön. Knallpink? Ja, okay, reicht. Schön. Das passt so zu ihrer Mentalität. Und was soll's? Und ihren Charakter. Naja, wir könnten ihn jetzt nicht wieder. Nee, das können wir nicht machen. Ist ein Scharfschütze. Was ist denn ein schöner Scharfschütze für einen? Ja, gut, ich würde eigentlich. Commander in die Forschungslabore. Also. Ich würde ja eigentlich Garrus mit reinbringen. Aus Mass Effect, aber ich kann, glaube ich, hier niemanden mit Garrus of Carrion würde ich gerne hier jemanden nennen. Wir können auch wieder Meister Chris einbringen. Das ist ein Scharfschütze auch gewesen, insofern passt das eigentlich. Insofern, ich nenne ihn mal Garrus of Carrion und gucken wir gleich mal bei Helm, was er da so Tolles haben. Garrus of Carrion. Ich glaube, der ist unglaublich sicher bei deinen Tastatureingaben, merkt man. Ja, ich weiß nicht, ob man den so schreibt. Affirmativ. Das finde ich gut. Ich finde den Französischen finde ich gut. Affirmativ. Das ist vollkommen egal, wenn du einen Helm aufsetzt. Ich glaube ich auch. Ich glaube, wir haben langsam ist ein bisschen dringend in die Forschung zu gehen. Ich meine. Ja, ich vermute auch. So, ey, das sah gerade voll aus wie Arnold Schwarzenegger, ehrlich gesagt. Ja, wirklich. Ja, vielleicht, weißt du, wir müssen mal einen schweren, wirklich so wie so. Das ist einfach Call of Duty Ghosts gerade gewesen. Darauf habe ich keinen Bock. Warum mal denn das nicht? Gut, ja, mach das einfach. Haarfarbe ist auch egal. Nimm mal den Bart, jetzt kannst du noch einen Bart. Sieht man aber, glaube ich, nicht. Dann ist so unten durchschimmern, nee. Jetzt nee, so richtig also Walle-Walle-Bart, der so unten so rausguckt. Ja, wäre doch gut. Tja, Farbe ist blau bei ihm, natürlich. Oh, das ist ganz gut. Na, das ist wieder nee, das hatten wir schon. Das ist nicht so toll. Oh, das Blau. Das ist nicht so knallig. So, und okay, damit haben wir wieder viele Leute mit Helmen und viele Leute ohne Gesicht. Aber was soll's. Ich meine, warum? So, damit hätten wir erstmal unsere vier Soldaten benannt. Die wir nicht mitnehmen werden, weil wir erstmal alle anderen trainieren müssen. Die nehmen wir jetzt schon erstmal mit. Aber so, wir wechseln Wir können nicht ins Lagezentrum. Wir müssen erstmal alles machen. Forschung! Gute Tag.